Ich habe die Gedanken, wie die Menschen das überhaupt aushalten konnten. Meine Gedanken oder auch Gefühle sind, ich empfinde Leid für die Menschen, die damals in den Krieg gezogen sind, weil ich auch ein großes Verständnis für diese Menschen habe. Meine Gedanken zu dem Thema sind, es ist unnötig und grausam, weil wenn man mal darüber nachdenkt, man hört so viel über den Krieg, aber wenn man sich dann sowas wie hier in Verdun ansieht, ist das einfach so prägend und krass, weil man nie gedacht hätte, dass es wirklich noch so sein kann vor 100 Jahren. Ich kann es mir nicht vorstellen, in deren Lage zu sein, bestimmt traurig, Wut, Angst, dass sie ihre Söhne, Ehemänner in den Krieg schicken müssen. Ich kann es mir vorstellen, weil wir ja einfach in Verdun waren. Man muss sich vorstellen, die sind mit so einer Freude, haben die ihre Familien verlassen, sind in den Krieg gezogen und quasi nach spätestens einer Woche haben die gesehen, wie andere sterben und mussten einfach mit dem Gedanken klarkommen, okay, ich werde hier nicht lebend rauskommen. Und das ist extrem krass und schlimm. Also auf jeden Fall leben die Menschen in Angst, Traurigkeit auf jeden Fall. Und ich will es mir auch nicht vorstellen, es ist einfach zu schrecklich. Ja, natürlich, weil man kann sich das so vorstellen, dass es einfach traurig ist, immer damit leben zu müssen. Ich kann jetzt rausgehen und erschossen werden. Ich habe mir, als ich unten war, als ich mir das angeguckt habe, die ganzen Informationen mitbekommen habe, hab ich mir vorstellen können, dass es wie ein Kerker wäre. Weil man kann nirgendwo abhauen und wenn man abhaut, hat man die Angst, tot zu sein. Wie die Soldaten damals, also anfangs euphorisch, kriegsbegeistert, jedoch nach den ersten Eindrücken ängstlich und einfach nur wieder nach Hause wiederkehren wollen. Angst, jedes Mal zu denken, ich sterbe gleich. Oder es war auch bestimmt sehr schreckend für die Kinder damals und die ganzen Familien. Man hatte halt einfach Angst um die Kinder, um die Familie, Verwandtschaft. Und dass man einfach jeden Morgen aufwachen muss, ob du jetzt noch den Tag erlebst oder nicht, finde ich sehr beängstigend und schreckend. Meiner Ansicht nach sind Kriege eigentlich nur Streit zwischen den Präsidenten sozusagen, zwischen den Politikern. Ich meine, das Volk sagt jetzt nicht, ich will Krieg. Ja, es ist eine Machtsache. Also es gibt ja Menschen, die wollen unbedingt mehr Land, die wollen Macht besitzen, sie wollen einfach einen höheren Status haben und diese Menschen führen dann Krieg. Es gibt Kriege, weil sich Menschen einfach, vor allem Politiker, nicht einigen können und einfach an die Macht kommen wollen und berücksichtigen einfach nicht Familien und generell Menschen. Weil ich finde, es muss viele Menschen geben, die daraus gelernt haben, hoffe ich zumindest, und dass es einfach nicht wiederholt werden sollte. Einfach um die Menschheit zu bewahren. Ich meine, wir haben ja auch nicht alle Zeit der Welt. Und ich denke, diese Zeit sollten wir nutzen. Nicht um Krieg zu beginnen oder auszufechten, wer welches Land bekommt oder wer jetzt Recht hat. Weil immer mehr Menschen sterben werden, wenn es einen weiteren Weltkrieg gibt und auch dann weit wieder Krankheiten, die eigentlich schon wahrscheinlich längst ausgestorben sind, wieder neu aufkommen und sich wieder verbreiten. Ganz einfach aus dem Grund, dass es einer der unnötigsten Sachen, die es auf dieser Welt gibt und einfach extrem viele Menschen sterben. Das Ausmaß des Krieges sieht man ja hier und es sind viele Menschen gestorben und diese Menschen hatten ja auch Eltern und Kinder und Frauen. Und als sie gehört haben, dass dieser Soldat gestorben ist, hatten sie ja auch Leid. Und ich könnte mir als Kind gar nicht vorstellen, dass mein Vater im Krieg gestorben ist. Weil Krieg eigentlich nur Verluste bringt, Leid und im Endeffekt auch nichts nützt. Man braucht es einfach nicht und ich hoffe, dass wir es einfach in der nächsten Zeit nicht mehr haben werden. Fürs Volk ist es natürlich nicht notwendig, aber für die Präsidenten, wo ich mir manchmal denke,
Gibt es noch den Menschenverstand in diesen Menschen? Oder ist er bei dieser großen Macht, ist er verloren gegangen? Nein, auf gar keinen Fall, weil es ist einfach nur unglaublich dumm, so etwas zu tun. Es ist einfach grausam und es ist einfach nur traurig. Nein, Kriege sind nicht notwendig. Das ist eine der unnötigsten Dinge, die existieren. Ich finde, es darf keinen Krieg geben. Also, ich will es nicht erleben. Auf gar keinen Fall sollten Kriege wieder passieren. Also, es ist unnötig, da der Verlust sehr hoch ist und man es einfach hier hinter mir sieht. Kriege sind überhaupt nicht notwendig. Ich finde, wir Menschen sind gerade in so einer Zeit, dass wir politische Situationen auch friedlich klären können. Das ist ein Massenmord und jeder Mensch hat eigentlich verdient zu leben. Deswegen denke ich, Krieg ist nicht gut. Krieg ist das Dümmste, was die Menschheit je erfunden hat.